Und zwar gleich im Anschluss. So. Lord Excalibur. Excalibur. Yeah. Genauso wie ich von diesem Dark Doom werde ich wahrscheinlich auch erstmal nur die erste Episode von Ultimate Doom spielen. Einfach, weil es dabei nicht unbedingt um das Let's Play als solches geht, sondern vielmehr darum, praktisch zu sehen, was halt mit Doom alles möglich ist. Also praktisch soll als, ja, als Demo dienen. Also nicht Demo im Sinne von, wenn ihr mehr wollt, müsst ihr bezahlen, sondern Demo im Sinne von Demonstration. Was, also der klassische Begriff von Demo. Zeigen, was alles so Schönes ist auf der Welt. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, könnt ihr natürlich auch, also welche merken, an der Resonanz irgendwann mal. Noch ist ja nicht viel Resonanz auf meinem Kanal da. Werde ich jetzt natürlich auch weiterspielen, klar. Aber ich habe erstmal ein paar andere Projekte, die ich spielen möchte. Und zwar will ich erstmal komplett mit Project Fatality erstmal die ganzen klassischen Spiele durchspielen. Heißt also Doom 1, Doom 2, also Doom 1 habe ich ja jetzt schon, dann Ultimate Doom, also die vierte Episode, dann halt Doom 2 komplett, TNT, Plutonia und was ich auch noch spielen möchte, und zwar wirklich, weil ich die Map persönlich sehr schön finde, ist Free Doom 1 und 2. Wegen, weil ich mach's halt. Und mehr Erklärung braucht man nicht. Perfekt. Rein. Dankeschön. Perfekt. Tut mir gefallen. What the fuck? Deswegen, also heißt also mein, also klar, das allererste war natürlich Extermination Day, klar. Und ich werde halt ansonsten immer versuchen, erstmal als Haupt-Let's Play die ganzen guten alten Maps durchzuspielen, sprich also halt wie gesagt Ultimate Doom, Doom 2, TNT und wie die alle heißen, und werde immer gleichzeitig dazu halt als Zweit-Let's Play immer Maps spielen, die mir persönlich halt gerade in dem Moment halt liegen, wie halt jetzt gerade Back to Saturn oder halt ja, Extermination Day. Derzeit spiele ich ja gerade quasi drei Maps gleichzeitig, wobei Extermination Day so eine kleine Extra-Rolle einnimmt bei mir, ist aber auch die einzige Map, die mir jetzt so einfällt, die ich Out of Order spielen werde. Na komm. Das hat gesessen. Das war gut. Hehe.
So, das hätten wir. Leider kann ich nicht raufspringen. Finde ich sehr, sehr schade. Ne, kann ich nicht. Obwohl, hier gibt es ja Doppelsprung, oder? Ah, sehr schön. Dann kann ich ja vielleicht doch raufspringen. Das wäre ultra super duper nice. Fuck, kann ich nicht. Achso, apropos hier so moderne, ist ja schon relativ modern. Deswegen sieht man ja auch hier Lightning Map und sowas alles. Also man sieht hier richtig Schatten. Ich werde irgendwann mal, wenn ich ganz, ganz viel Langeweile habe, auch diese ganz neue Kampagne, wie auch immer sie nochmal heißt, Doomslayer Chronologues. Also auf Deutsch so viel wie Chronologie des Schicksalsschlechters. Werde ich natürlich auch irgendwann mal spielen, aber das ist noch ganz weit in der Zukunft, weil Doomslayer Chronologues ist so ein Never-Ending Let's Play. Das ist ja, also basiert ja auf einem Never-Ending System. Und außerdem ist es noch ein bisschen. Ja, ich sag mal so, ich will noch ein bisschen üben, bevor ich das als Let's Play spiele, weil Doomslayer Chronologues hat echt in sich. Außerdem missfällt mir das auch ein bisschen, weil um das wirklich gut zu spielen, bräuchte ich dann doch irgendwann erstmal einen besseren Rechner, weil Doomslayer Chronologues ist halt wirklich moderne Machart von Doom, das reizt die GZ Engine komplett aus. Also, ja, packe ich den Rechner. Und ich meine, das hier, solche Mods, auch mit 3D und sowas, alles funktioniert natürlich super bei mir. Hier, ich meine, na, was immer mehr. Aber, Doomslayer Chronologues geht halt wirklich schon extrem hart ran und, ja, das mag mein Rechner dann noch, dann doch noch nicht so sehr. Also, es ist spielbar, ich habe es auch schon gespielt. Aber, wenn dann nebenbei noch die Aufnahme läuft, dann wird es halt relativ schnell scheiße. Vor allem, wenn dann wirklich in den späteren Levels sehr viele Mods mit einmal kommen. Für jeden, der Doomslayer Chronologues noch nicht gespielt hat, ist praktisch so ein Base-basiertes System. Heißt also, ja, ihr habt nicht so wie hier eine Map mit fest definierten Plätzen, wo die Monster sind, sondern ihr habt eine Map ohne Monster und da spawnt immer Monster in sogenannten Wellen, Englisch Waves. Hier nicht rausdrücken, damit kommt das für Secret Map, machen wir nicht. Und ja, diese Waves, die werden halt immer größer. Und irgendwann sind halt so viele Leichen auf der Map verteilt, dass dann halt wirklich mein Rechner ins Stockern gerät. Autsch! Das wollte ich gar nicht. Scheiße. Siehst du, so hier zum Beispiel, hier fängt mein Rechner auch schon an, schon zum Stockern, wie die ganzen Zeugs. Nur ich habe es hier halt so eingestellt, dass die ganzen Sachen, die jetzt hier so rumfliegen, nach 10 Sekunden verschwinden. Aha. Und schon beruhigt sich meine Grafikkarte wieder. Weil halt, ist halt hier alles mit Shadern und Lightning Map und Shadow Map und diese ganzen modernen Features. Und meine Grafikkarte ist halt von 2010. Ist also schon relativ betagt. Und die mag diese ganzen Sachen halt nicht. Und ja, dementsprechend habe ich dann halt sehr schnell Performance Einbuße. Busen. Das sind ja eure Freunde. Außer die Single. Was? Genau. Und dementsprechend Doomslayer Chronologues, geile Map, definitiv. Habe ich schon gespielt. Ultra geil. Aber hier fürs Let's Play noch ungeeignet. Würde ich mal sagen. So, wir haben ja alles. Volles Leben, volle Rüstung, volle Munition. Von daher würde ich mal sagen. Und das war's.
Quick save over your game, ja. So, so viel zum Thema Map 4. Ne, Map 3 war dran. Genau, ja, hier, Map 3. Na dann, bis zur Map 4. Ciao mit V.